In Erinnerung an Peter Weibel, der in diesem Frühjahr gestorben ist, begehe ich mit Ihnen sein letztes großes Arbeitsfeld, das er uns als Aufgabenstelle zur Selbstdurchdringung, zur Selbstdurchwanderung hinterlassen hat im Zentrum für Kunst und Medien, ZKM, in Karlsruhe. Es ist ein großes Begriffsfeld, durch das wir uns bewegen. Wir können sagen, ein Zoo der Begriffe oder ein Hochgebirge, der Durchwanderung dessen, was uns reizt, wahrzunehmen oder anzufassen oder selbst experimentell in Gang zu setzen, so wie wir das gewohnt sind, in freier Natur und auch im Alltagsleben. Daran muss man sich gewöhnen. Ausstellungen, Publikationen sind eigentlich nichts anderes als thematisch zusammengefasste Operationen, die wir alle tagtäglich vollbringen. Insofern ist das nichts Überwältigendes anderes und Neues, vor dem man Angst haben muss oder dem nicht gewachsen ist. Sie müssen sich das so vorstellen, wie ich Ihnen das glaube, hier vormachen zu können. Ich gebe Ihnen nicht aus besserem Wissen ein Vorbild für das Erarbeiten, sondern ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin wie Sie auch nur ein Beispielgeber, beispielhaft das nutzen, was Peter Weibel uns zur Bearbeitung angeboten hat, und versuche mich auf das einzustellen, was aus seinen Vorgaben für mich als verbindlich sich ergeben könnte oder ergeben hat. Denn ich habe ja jahrzehntelang mit ihm auf vielfältige Weise kooperieren dürfen. Das heutige Thema dieses Arbeitsfeldes in Memoria heißt: Wir können seiner nur gedenken, wenn wir gedenken und nicht, wenn es in Büchern steht oder in Regalen steht. Heißt, wir sollten überlegen, was sich gegenwärtig unter dem Weltpathos Digitalisierung tatsächlich ereignet. Alle Welt spricht von dem Wunder einer neuen Weltkonzeption, die sich aus dem Digitalismus angeblich ergibt. Peter Weibel weist darauf hin, dass auch das Neue ja nur in Relation auf das Alte erkennbar ist. Wir müssen also, wenn wir das hier als einen neuen Aufbruch, eine neue Periode, einen neuen Weg, eine Renaissance sehen wollen, also einen großen Aufbruch, immer auf das beziehen, was wir schon kennen, das gute Alter. Und bei Renaissance ist es das, was er hier zeigt, die Erinnerung an die großen Renaissancen, denn Renaissance gibt es nur im Plural, Renaissancen als Strukturbegriff, Erinnerung an die großen Renaissancen, die unsere heutige Gegenwart prägen. Zum Beispiel die arabische Arbeit vor 1000 Jahren im Zentrum Bagdad, wobei Renaissance da hieß Rückerinnerung an das, was ein paar hundert Kilometer entfernt in Konstantinopel für die Leute in Bagdad bereitgehalten wurde. Konstantinopel war das Oströmische Reich, da sprach man Griechisch als Staatssprache und sie hatten den gesamten Bestand der antiken Dokumente, der antiken Bibliotheken, der antiken Schriftstücke. Man erinnert sich von Bagdad an das zurück, was es da gab, um es dann in bestimmter Weise anzueignen. Und diese Aneignung als neuer Blick auf das Alte ist das Entscheidende, worauf es ankommt. Jeder, der sich zum Beispiel erinnert an das, was er einmal war, dokumentiert in Fotos, wird von heute aus, vom Punkt seiner Erinnerung aus, feststellen, wie weit er sich von dem entfernt hat, was er da sieht. Aber dass er das als Vergangenes sieht, ist der Anlass dafür, eine heutige Differenz, also etwas Neues, erkennen zu können. Wie anders trug man die Kleidung, wie anders war das Sprechmodus, wie anders war das Verhalten der Menschen, die Kommunikation untereinander. Aber wir haben einen neuen Blick auf das Alte als Rückerinnerung an das, was uns dann veranlasst, vorauszuarbeiten im Sinne dieser Differenz von dem Alten in dem neuen Blick genommen, neu wirksam werdend, so wie das Alte noch nie wirksam war. Das Alte ist die Zukunft in einer neuen Form des zur Geltung kommen. Also eine Renaissance, sagt Peter Weibel, die für uns heute wichtig war, die der Bagdader arabischen Philosophen und Künstler rund 800 bis 1200, also sagen wir rund vor 1000 Jahren, der wir die Rückerinnerung an die Antike verdanken, die in Konstantinopel gespeichert war, in Bibliotheken auf wunderbare Weise zubereit vorhanden war.
Dann bezieht er sich zweitens auf die Renaissance, die wir normalerweise herkömmlich als Wiedergeburt der Antike sehen. Renaissance wörtlich übersetzt, aber es ist eine Rückerinnerung, es ist ja keine Wiedergeburt. Da wird ja nichts neu geboren, sondern es wird nur neu der Blick aufs Alte gerichtet und dadurch entsteht eine sinnvolle Wirksamkeit dessen, was gewesen ist, als Wiederkehr, aber im Sinne einer vollkommenen Verwandlung. Ich komme zurück aus der Welt, sagt der Anthropologe im 18. Jahrhundert, ich habe die Völker an der Südsee gesehen und was ich jetzt erreiche ist, mit völlig neuem Blick mich selbst in meiner bisherigen Herkunft zu sehen. Und der rückkehrende Anthropologe, der aus der Geschichte zurückkehrende Forscher, sieht seine Gegenwart plötzlich mit völlig neuen Augen und arbeitet das, was er in der Fremde erkannt hat, als völlig wirksam Neues in seiner eigenen Position ab. Das ist die herkömmliche Renaissance bei uns eben des 14., 15., 16. Jahrhunderts. Und nun, sagt Weibel, gibt es eine durch die Digitalisierung ermöglichte dritte Renaissance auf der Ebene dieser Großrenaissancen. Also muss versucht werden, diese Beziehung ständig neu wieder zu aktivieren, im Hinblick darauf, dass wir alle durch den Fortschritt der Evolution in uns, also des Zellgeschehens genannt altern, zu anderen werden. Aber wenn wir nicht nur verkommen wollen, sondern das Altern als einen Progress sehen wollen, dann müssen wir diese Differenz zwischen dem Gewesen und dem Gegenwärtigen als die Perspektive der Zukunft erkennen. Zukunft ist nichts anderes als die Differenz zwischen Vergangenheit und Gegenwart, und zwar der Vergangenheit, die nicht vergehen kann. Und wenn sie verginge, hätten wir ja keine Vergangenheit. Also Vergangenheit, das, was ewig ist, ja, weißt, und die Rückerinnerung an das, was ewig ist, die Vergangenheit, das ist Renaissance. Weibel bezeichnet seine Präsentation des Arbeitsfeldes als ein Basislager. Und die Frage, was ist das? Wir kennen es im Hinblick auf Vorbereitung von Expeditionen, die sich etwa dem Mount Everest annähern wollen und das natürlich nicht durchgängig von unten nach oben durchziehen können. Das ist viel zu kompliziert, zu schwierig und lässt sich auch mit menschlichen, organismischen Voraussetzungen gar nicht vereinbaren. Man muss also Etappen bilden und dann werden Etappen fixiert, sozusagen als Zwischenposition nach oben. Diese Ausstellung ist also eine Zwischenposition auf dem Wege der Diskussion und der Erkenntnis dessen, was eigentlich Digitalismus heißen soll. Wir werden darauf immer wieder zurückkommen. Basislager hieß historisch, das, was Sie hier von Weibel präsentiert sehen, die Académie des Sciences et des Beaux-Arts, Didier Aoua, diese Darstellung, das heißt eine offizielle Ausstellung dessen, was das Projekt kennzeichnet, nämlich als die Einheit von Naturwissenschaften und schönen Künsten. Und das ist natürlich auch der entscheidende Hinweis, den Weibel gibt, nämlich er sagt, eine neue Allianz von Kunst und Wissenschaft. Wie ist das historisch entstanden? Das ist ja nicht einfach ein Nebeneinandersetzen von schönen Begriffen oder Tätigkeitsformen wie Schuster und Bäcker. Nein, sondern es ist etwas in der Sache Liegendes, nämlich das, was seit 1000 Jahren mit der Formulierung ut pittura poiesis dargestellt wird. Das heißt, man hat erkannt, dass wenn ich etwas Problematisches in der Welt darstellen will, die Art der Darstellung schon der Hinweis auf den Weg der Erkenntnis ist. Oder pittura poiesis, also die Malerei beispielsweise, eine Darstellungsform, ist schon poiesis, das Erkenntnis. In dem Begriff Poetik erkennen Sie das wieder. Poesie schreiben ist eine Form der Erkenntnis, allerdings mit einer Form, die anders ist als Darstellungsmittel, als das, was ein Naturwissenschaftler macht. Aber der Erkenntnisvorgang ist genau der gleiche. Also ist die Einheit von Wissenschaft und Künsten darin bestanden, dass das Erkenntnisinteresse dasselbe ist, nur die Mittel der Darstellung sind andere. Wer eine Malerei nutzt, um ein Problem zu präzisen Anschauungen seiner Zeitgenossen zu bringen, ist damit schon auf einem bestimmten Wege der Erkenntnis dessen, worum es ihm geht. Wer das in einem naturwissenschaftlichen Experiment macht, hat einen anderen Weg eingeschlagen. Aber jedes Mal geht es um die Form der Erkenntnis. Diese Darstellung für den Louis XIV, also für Ludwig XIV., König von Frankreich, zeigt, wie auf der Basis, da oben sehen Sie es, der alten Vorgabe der Weltwissenschaften, der Theologie, der christlichen Theologie, nunmehr eine Konkurrenz entsteht, die analog, sonst würde es ja gar nicht verwiesen werden, die analog zur Theologie arbeitet und das ist die Mathematik.
Das wird rein im Gehirn produziert, wie die Theologie auch, aber unter dem Begriff der Denknotwendigkeiten. Ja, für die Mathematik ist es etwa die Denknotwendigkeit der Null. Das war sehr schwierig, bis man die gefunden hatte, aus indischen Quellen kommend, über Arabien nach Europa vermittelt. Theologie, Mathematik und alle Verfahren der Welterkenntnisse sind Wege von der natürlichen Annahme der Weltverhältnisse, die wir wahrscheinlich schon mit Geburt mitbekommen, aber jedenfalls durch die Familiensozialisation, durch unser Aufwachsen, Sprachgemeinschaft, Kochgemeinschaft, Religionsgemeinschaft, das ist natürlich in uns. Die müssen wir als Voraussetzung dafür wählen, dass wir etwas wissen können. Und Wissen heißt die Thematisierung des selbstverständlich angenommen, also dessen, was wir glauben. Und darum geht es hier, dass Sie sehen, wie jetzt hier die Mittel entwickelt werden. Die Mittel heißen Werkzeuge und die sehen bis ins Einzelne hinein, welche Typen von Werkzeugen, mechanische Aufbauten oder Visionen von gedanklichen Gebilden wie Oktaeder oder so etwas präsentiert werden. Sie sehen, dass überall die Gelehrten, die Künstler miteinander diskutieren. Die Werkzeuge sind da, aber die Werkzeuge werden als ein Instrument der Erzeugung von Medien genutzt. Was ist das Medium? Das Medium ist genau das, was sich hier abspielt zwischen den Personen, nämlich Öffentlichkeit. Das heißt, das Entscheidende in diesem Begriff der Renaissance unserer letzten Position ist, dass man die Beteiligten auf Öffentlichkeit verpflichtet, denn Öffentlichkeit ist das Medium. Die Vermutung, die ich habe, die Kenntnisse, die ich habe, von mir auf andere Menschen hin zu vermitteln, sodass durch den Bezug auf andere Menschen ich selbst mich kontrollieren kann als ein Mensch am Funktionieren, am Denken, an der Arbeit der anderen. Ich selbst wäre nur ein Wahnsinniger, der in sich geschlossen ist, operiert. Ich muss also Öffentlichkeit herstellen und das zentrale Medium, mit dem es hier ZKM geht, Kunst und Medien, heißt Öffentlichkeit. Was bedeutet es, dass wir nur innerhalb der Öffentlichkeit überhaupt sinnvoll Probleme erörtern können? Nicht für uns privat im Kämmerchen, nicht irgendwo zurückgezogen in einer Höhle, wie das viele Heilige machen mussten, um der Verfolgung, der Christenverfolgung zu entgehen. Heute wäre es eine ideologische Verfolgung. Es hat keinen Zweck, sich in die Wälder zurückzuziehen oder in Schweigen. Es geht nur, wenn man es mit anderen teilt. Daher die Begriffe Mitteilung. Und das Entscheidende ist, wunderbarerweise, gegen alle Annahmen des Alltags entsteht ein Mehr durch Teilen. Normalerweise, wie ein Kuchen teile, entsteht immer weniger. Aber auf der Ebene der Informationsverarbeitung durch Veröffentlichung entsteht durch Mitteilung immer mehr als das, wovon ich ausgehe. Hier sehen Sie die Blätter der Arbeitsresultate von Leonardo. Er war ein einzelner Mensch. Natürlich hat er korrespondiert mit seinen Zeitgenossen, aber auf einer ganz anderen Ebene als die seiner Arbeit, denn die seiner Arbeit konnte niemand verstehen. Erst als sie in die Öffentlichkeit des Akademischen, der Institutionen übertragen wurden, wurden sie weltwirksam. Vorher waren die Spintisereien, Schubladen der Welt sind voll von solchen genialen Entschuldigungen. Wir wissen gar nicht, wie viele Millionen geniale Dinge in Schubladen rumliegen, die irgendwelche Personen geschaffen haben. Das, was der Leonardo 100 Jahre vor der Mitte des 17. Jahrhunderts, vor der Gründung der Akademie getrieben hat, wird nun durch Veröffentlichung zu einer Wirkmacht, die die Wissenschaften und die Künste bestimmt. Wie gesagt, die Einheit ist das Erkenntnisinteresse. Den Unterschied zwischen Kunst und Wissenschaft machen die unterschiedlichen Medien, also Formen der Veröffentlichung, des Sichtbarwerdens, des in die Diskussion einbringen, des Darstellens. Für die Beziehung von Kunst und Wissenschaft ist ganz grundlegend, dass uns die Wissenschaften gezwungen haben, unsere naive Konzentration auf das Werkschaffen analog zum weltschaffenden Gott, wie die Bibel ihn geschildert hat, aufzugeben. Denn in der Wissenschaft gibt es keine Werke. Da gibt es nur Werkzeuge, die gebraucht werden. Und was der eine Wissenschaftler bis hierher an Erkenntnis produziert hat, wird vom nächsten schon wieder weiterentwickelt. Das heißt, wo soll ein Werk sein, das vollendet, ewig stehend, unveränderbar, uninterventionierbar und so weiter. Das gibt es nicht. Das hat sich langsam in der Kunst durchgesetzt. Der Hauptträger dieser Ideen waren Marcel Duchamp. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist es mit dem Werkschaffen auch in den Künsten vorbei. In der herkömmlichen Orientierung auf KI als eine sich verselbstständigende Technologie höherer Leistungskraft als die der Menschen,
In dieser Diskussion werden sozusagen menschenanaloge Verhaltensweisen der Maschinen, der KI-gesteuerten Maschinen, übersehen. Zum Beispiel hier, dass der Begriff der Zartheit so fein wie diese Maschine die Punkte der Umsetzung von aus dem Weltraum ausgebrachten Fotografien der Marsoberfläche in eine bildliche Qualität übersetzt. So fein hat noch nie ein Liebender eine Liebgeliebte anfassen können. Es geht gar nicht. Hier sehen Sie das, mit welcher ungeheuren Delikatesse rein anthropomorpher, also aus der Menschengeschichte, also Menschengestaltigkeit entnommen, Begriffen wie Zartheit, ja, wie Geneigtheit, wie Zärtlichkeit, ja, oder wie Präzision im Detail, also und Irritierbarkeit, Unirritierbarkeit, der ist vom Wetter oder von den Gemütszuständen, die wir als so beherrschend erleben, unabhängig. Der wird seine Pflege eines Patienten auch dann mit dieser Form der Zärtlichkeit durchsetzen, wenn es gewittert und donnert, was einem normalen Helfer zusetzen könnte, weil ich habe Kopfschmerzen heute, denn ich vertrage den Wetterumschwung nicht. Also hier sieht man, dass die menschengenerierte Vorstellung des Weltkontaktes, Konnektivität, der Vermittlung von Punkten miteinander nach dem Muster des Netzwerkes und die der Maschine keineswegs im Gegensatz stehen. Das ist nur eine Frage der Programmierung. Und zwar auf einer Ebene, die uns bei einer natürlichen Wahrnehmbarkeit gar nicht zugänglich ist. Dazu brauchen wir Brillen, dazu brauchen wir Objektive, eben Werkzeuge. Ja, aber das ist kein Werk, sondern hier sehen Sie, der Werkprozess ist die entscheidende Form der Erkenntnis. In Wahrheit geht es also um die Frage, wie arbeiten Wissenschaftler und Künstler bezogen auf das, was es nur gedanklich gibt, schwarze Materie, schwarze Energie, Gott, ja? Gerechtigkeit, Demokratie, Gesellschaft. Niemand hat eine Gesellschaft je gesehen. Es ist eine Denknotwendigkeit, den Begriff der Gesellschaft zu bilden. Wie arbeitet man von der Denknotwendigkeit an der real gegebenen Welt? Wie schwierig es für Alltagsmenschen ist, sich die Beziehung auf das ganz anders Mögliche vorzustellen als das, was wir als Leben empfinden, beginnt ja schon bei der Zumutung, sich in der Welt so zu bewegen wie etwa Fledermäuse. Wir hören zwar, dass sie mit Echolot in der Lage sind, ihre Weltorientierung bestens zu organisieren, sodass sie sogar im Format einer Mücke aufschnappen können, was wir nicht mal mit unseren Händen könnten. Wir versuchen jeden Tag eine Mücke zu fangen. Das machen die mit Echolot spielend. Das zeigt sich hier im Arbeitsfeld der Weibelschen Orientierung auf die Denknotwendigkeit der anderen Welten an einem Beispiel, das wir im Alltag alle kennen, nämlich der Orientierung von Spinnen auf räumliche Strukturen, innerhalb derer sie sich bewegen. Das nennt man ein Netz, als ein Beziehungsgefüge zwischen Punkten. Und wenn dieses Beziehungsgefüge in Vibration gerät, dadurch, dass etwa ein Tier sich, eine Motte oder eine Fliege, in dem Spinnennetz verfängt, dann kann anhand der Vibrationsdifferenzen die Spinne wahrnehmen, wo, in welchem Maße, welcher Stärke sich dieses potenzielle Opfer oder Mittagsmahlzeit befindet und entsprechend reagieren. Wie schwer das ist für uns, sich das vorzustellen, erkennt man jetzt hier übersetzt an der Möglichkeit, akustisch zu differenzieren zwischen den Reaktionen für unsere Wahrnehmung, die Berührung der unterschiedlichsten Fäden darstellen. Das heißt, wie unglaublich fähig muss ein Spinnengehirn sein, feinste Differenzen zu erkennen? Wie weit sind wir davon entfernt, das zu tun? Es sei denn, in unserem Gehirn passiert im neuronalen Netzwerk genau das Gleiche. Denn der Begriff des Netzwerkes ist ja vom Spinnennetz primär bestimmt worden in der Geschichte. Es ist das sichtbarste Gefüge von Konnektivität, von Beziehungsformen aller. Jeder Punkt ist mit einem anderen verbunden und das Ganze ergibt dann eine Abbildung räumlicher Orientierung, weil wir ja alle als Körper im Raum uns bewegen. Die Feinheiten dieser Art der Orientierung, ja,
Ja. Unglaublich. Im Unterschied zu dem, ja. Wenn man das einmal kapiert hat, hat man einen ungeheuren Respekt vor den kognitiven Leistungen, also vor den Erkenntnisleistungen von Gehirnen, die nur im Vergleich zu unserem aus sehr wenigen, also im Vergleich nur sehr wenigen Konnektionspunkten, also Verbindungsnetzwerken bestehen. Was ergibt sich daraus, wenn man diesen Gedanken jetzt aufbläht oder vergrößert hin zu einem Weltverhältnis? Was bedeutet eigentlich Raum, Lebensraum? Und das ist von diesem Netzwerk abgeleitet für die Wissenschaften und Künste durch den Verweis auf die Spinne als Arachne zum Arachnefaden geworden. Das ist die Konkurrenz zum berühmten roten Faden der Suche aus dem Labyrinth. Der Arachnefaden entsteht als eine Fähigkeit, sich die Welt als ein solches Beziehungsgefüge vorzustellen. Ja, wir sehen nur das, was mit anderen in Beziehung, das Einzel können wir nie sehen, sondern das, was mit anderen in Beziehung interaktiv wirkt. Und diese Wirksamkeit ist das, was wir als die Wirklichkeit erkennen. Wirklich ist nur das, was wirksam ist. Und die Wirksamkeit ergibt sich aus der Konnektivität, aus der Beziehung. Das ist der eigentliche Punkt, um den es dann in der Digitalisierung geht. Denn digital heißt ja nichts anderes, als auf der Entscheidung von links und rechts, von 0 und 1, von oben und unten, von Ja und Nein, von Strom und Nichtstrom eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir finden die Welt wirklich vor, in jeder Form, die uns nützt, das Leben zu bestehen, wenn wir diese simple Unterscheidung sinnvoll anwenden. So sinnvoll eben, wie das in den heutigen Formen, abgeleitet von der Natur selber, geschieht. Wir nähern uns jetzt langsam dem Verständnis von Renaissance, wie es in der digitalen Revolution von Weibel uns zur Denkaufgabe hier vorgegeben wird. Nämlich, woran rückerinnern wir uns denn im digitalen Zeitalter? Und das ist hier zu sehen. Wir erinnern uns an etwas, was wir im Sinne der Modernitätsvorstellung hinter uns gelassen haben, nämlich technischer Fortschritt oder menschlicher gesellschaftlicher Fortschritt sei die Überwindung der Natur, die Manipulierbarkeit der Natur, das zur Verfügung stellen der Natur. Wir würden Master der Natur sein. Naturnachahmung, wie sie noch in der Académie des Sciences et Beaux-Arts gepredigt wurde als Dogma, alle Darstellung ist Nachahmung der Natur, ist 400 Jahre lang radikal weggeräumt worden. Und jetzt kommt die digitale Revolution mit der anderen. Alles, was wir tun, ist ja nichts anderes als Nachahmung der Natur. Weil das, was in der Natur vor sich geht, von einer so unglaublichen Komplexität ist, dass wir mit unseren Mitteln noch lange unter diesem Komplexitätsanspruch bleiben müssen. Das heißt, künstlerische, wissenschaftliche Arbeit ist Nachahmung der Natur. Nachahmung der Natur. Einholen der Natur in die Verstehbarkeit durch Menschen und in die Nutzbarkeit. Alleine, was hier gezeigt wird, ein Schauspieler oder ein Darsteller spricht einen Text, den eine der Großheroen, Babbage, aus Anfang des oder ersten Drittel des 19. Jahrhunderts fixiert hat für seine mathematisch-technischen Entwicklungen neu. Und wir sehen jetzt allein an so etwas Simplen wie der Kehlkopf geschehen, was alles geschehen muss, um das, was wir völlig natürlich halten, nämlich sprechen zu können, da zu realisieren. Das ist einerseits Banalität eines Geschehens von rein organischen Organisationsformen, aber andererseits steckt darin ein Geheimnis, das man lange knacken musste. Wenn wir heute synthetische Herstellung von Stimmen treiben, dann haben wir nichts anderes erreicht als die Nachahmung der Natur. Und die Leute sind heute selig in ihren Fähigkeiten, die Natur nachzuahmen, wenn sie künstlich die Stimme von Putin darstellen können, weil es ihnen Sinn erscheint, für Fakes, also für
provozierende Falschmeldung als Irreführung, so zu tun, als ob Putin gesprochen hätte. Aber es ist ja eben nur eine KI-präsentierte Nachahmung des originären Putin. Ohne den originären gäbe es ja die Nachahmung gar nicht. Also ist immer noch das Verhältnis da. Wir versuchen mit den Mitteln der Technologie endlich der Natur gleichzuziehen. Nachahmung wäre ein langsames Verständnis der Prinzipien der Natur selber gelten. Und nicht, wie heute üblich, vor allem von dummen Wissenschaftlern zu behaupten, die Menschen macht mit der Natur, was sie wollen. Das Anthropozän sei das Epochenzeitalter, in dem wir bestimmen, was die Natur ist. Die neue erdzeitgeschichtliche Bestimmung heißt, die vom Menschen, Anthropos, vom Menschen hergestellte Natur. Das ist natürlich Quatsch, denn in der Vernichtung der Lebensform, in der Vernichtung der Umweltbedingungen etc., also in der Ökokatastrophe, äußert sich ja nicht die massive Überlegenheit der Menschen über die Natur, sodass man sie in die Knie zwingen kann, sondern umgekehrt im ökokatastrophalen Verändern äußern sich die ewigen Gesetze der Natur und nichts anderes. Wir sind innerhalb der Natur ganz kleine Ereignisse von kaum einer Bedeutung, jedenfalls nicht jenseits von Gras und Butterblümchen. Wer eine Ausstellung besucht und natürlich wer eine Ausstellung organisiert, muss daran denken, dass durch das Abschreiten der Positionen, in denen etwas angeboten wird, auch so etwas wie ein aus dem Parcours, aus dem Abschreiten Parcours, ein Diskurs wird, so etwas wie ein Zusammenhang der Argumentation. In diesem Feld hier, dem begehbaren Katalogbuch der Ausstellung, wird also gezeigt, wie sich der Parcours, der Durchgang durch die nacheinander angeordneten Einheiten der Ausstellung, in einen Diskurs, also in eine Erörterung des Sinnzusammenhangs verwandelt. Wir kennen das schon alle, etwa in der Formulierung von Nietzsche, traue keinem Gedanken, der nicht im Gehen entwickelt wird. Also mit anderen Worten, die Bewegung, in der ich mich in der Welt von einem zum anderen bewege, wird in Analogie gesetzt. Und das heißt, in diesem Felde kann man von kleiner Position zur großen, von dem einzelnen im Parcours abgegangenen Ausstellungsgut zum Gesamtzusammenhang voranschreiten. Die Begriffe, unter denen das geschieht, sind hier auf dem Boden angegeben und durch die entsprechende Anlage kann ich die dann beschreiten und kriege dann aus diesem Kontext an der Wand die entsprechende Zuordnung. Die einzelnen Begriffe sind bezogen auf das, was wir in Ausstellung zeigen oder was wir eben beispielhaft eben dargestellt haben als Diskurs des Parcours. Die kann man dann jeweils aufrufen, indem man sich auf die Felder begibt und dann das entsprechende Potenzial zugespielt bekommt. Was heißt eigentlich alles? Alles ist nur das, was sich tatsächlich als Einheit darstellt. Und wir müssen langsam kapieren, dass selbst unsere phantasmagorischen Vorstellungen von Jenseitigkeit nichts anders zu bewerten sind als Formen der Diesseitigkeit. Alles, was da spekulativ verlagert wird in andere Welten, ist Bestandteil dieser einen Welt. So wie alles, was wir uns an Formenreichtum übervorstellen können, schon auf der mikrobischen Ebene gegeben ist. Kleinstlebewesen, Plankton beispielsweise, von einer unglaublichen Reichhaltigkeit und ästhetischen Differenziertheit, sodass sämtliche Formen der Äußerung des Lebens im Kleinsten genauso wirksam sind wie im Größten. Es gibt also keine qualitative Differenzierung zwischen dem Kleinsten und dem Größten oder dem Einzelnen und dem Gemeinschaftlichen. Es ist notwendig, sich die Welt als eine zu denken. Kann man zu der Vorstellung, dass es nur die eine Welt gibt, dass Welt das ist, was eins ist.
indem man sich etwa vorstellte, dass alles, was heute als Leben bestimmbar ist, aus zunächst einer lebenden Einheit, wir nennen das die Zelle, die Urzelle oder was immer, hervorgegangen ist, die durch Teilung dann dazu führt, dass verschiedene Zellen sich vergesellschaften können und durch die Vergesellschaftung dann eine andere Form der organismischen Lebensentfaltung darstellen, bis es eben zu dieser unglaublichen Konsequenz kommt, dass alles Lebende aus jeweils denselben Bausteinen des Einzelnen entstehen. Und es gibt nur ein Einzelnes. Das heißt, alles geht aus einem hervor. Das wird hier in der Wissenschaft nachgebaut. Hier wird die Schöpfungsgeschichte, wie sie die christliche neutestamentarische Darstellung, aber auch schon die alttestamentarische darstellt, was heißt, dass der Geist Gottes über den Wach der Ruach über den Wassern schwebte und dass dann die Welt geschaffen wird durch den Akt der Unterscheidung, Divisio. Der Gott unterscheidet zwischen Dunkel und Hell, ja, zwischen oben Himmel und unten Wasser. Mit anderen Worten, das Entscheidende für die Entwicklung dieser Welt des einen ist die in der Einheit gebende Unterschiedenheit, in der Einheit geben. Hegel macht daraus die gesamte philosophische, idealistische Vorstellung des Weltzuganges. Ja? Das eine ist die Vielfalt. In dem einen ist alles enthalten. Und so beginnt hier der Film mit dem Nachahmen dieser Unterscheidungsform. Dazu muss man zunächst mal mischen. Das Mischen ist die Voraussetzung zum Unterscheiden. Wie entsteht aus dem einen und dem anderen als jeweils dasselbe etwas anderes? Ja? Wie entsteht aus einem, aus dem anderen dasselbe etwas anderes? Das ist schon ein ziemlich guter Gedanke, den man ja sehr leicht nachvollziehen kann. Ich nehme meinen Bleistift und kritzle auf dem Papier. Ich ziehe Linien. Und irgendwann bin ich in der Lage, mit der von Leonardo entwickelten Kraft des Logos oder des Algorithmus zu sehen, dass in diesen gekritzelten Strukturen mich etwas an etwas erinnert. Platonische Erinnerung. Erkenntnis ist Erinnerung. Und dann sagt er, die Lingua mentale, der Geist als Sprache des Verstandes, führt mich dazu, in diesem zufälligen Gewimmel von Strichen Gesichter zu sehen, wie ich das ja auch bei Wasser auf einer Kalkwand immer schon beobachte und von Verpilzung von Wänden immer schon beobachte, dass ich gezwungen werde, darin Figuren zu sehen. Das heißt, wir haben eine natürliche Gegebenheit aus unserer Konstruktion des Weltbildapparates, genannt Gehirn, alles mit Bedeutung zu versehen. Bedeutung heißt, es unterscheiden zu können. Wir brauchen nichts anderes als das Unterscheiden. Es gibt nur eine Form der Stiftung von Bedeutung, von Sinn, und das heißt unterscheiden. Divisio ist das Entscheidende. Unterscheiden, links und rechts, oben, unten, vorne, hinten, flüssig und fest und so fort. Das ist die Grundform. Und hier wird auf dieser Basis gezeigt, wie Wissenschaftler mit dieser Vorgabe arbeitet. Ganz im Sinne der Erzählung des Alten und Neuen Testaments. Ja? Und Gott schied. Also Unterschied und baute damit die Welt als ein Gefüge der Unterschiede. Aber das Entscheidende, haben wir ja gehört, ist ja, dass es Unterschiede miteinander verbunden bleibt, als Bestandteil des einen, zum Beispiel als Netz. Neuronales Netz hieß Verknüpfung der verschiedenen Einheiten, sodass sie im Geschehen aufeinander reagieren können, dass jede ihre Position, jedes Neuron seine Position bezogen auf die Anschlussfähigkeit an andere bestimmt und die wieder ja, aufbauend dann zu einer Vorstellung von Größe kommt, Magnitude im Sinne von Mächtigkeit der Wirkungsimpulse und das heißt zur Verstärkung der Wirklichkeit. Denn Wirklichkeit ist das, was wirkt. Also wenn Tausende von Impulsen miteinander wirken, ist die Wirklichkeit stärker und intensiver, als wenn nur vereinzelt dies oder das geschieht. Und hier wird dann versucht in der Wissenschaft, diese Einzelheiten sinnvoll durch Unterschiedenheit des Prozesses, durch Beherrschung des Prozesses, das heißt genau zu wissen, was da geschieht, sinnvoll zu aktivieren. Hier kriegen wir vorgeführt, was seit ungefähr 120 Jahren in der entsprechenden Disziplin der Wissenschaften schon
vorexerziert wird, zum Beispiel von Ernst Haeckel, der um 1900 herum versucht hat, mit künstlerischen Mitteln die Vielfalt der möglichen Erscheinungen von lebendigen Formen des Ausdrucks des Lebendigen zu produzieren. Die Frage war hier an Darwin gestellt, produziert die Natur erst alle Möglichkeiten als Möglichkeiten und dann kommt der Selektionsmechanismus, der auswählt, was sich bewährt und das kommt dann in Erscheinung. Wir sehen nur das, was am Ende übrig geblieben ist, als bewährt aus dieser Vielfalt. Oder gibt es Einzelne, das durch Mutationen verändert wird und dann gibt es zufällige Abweichungen, aber es zielt alles nur auf das jeweils Einzelne Veränderte, das sich dann bewährt oder eben verloren geht. Dann wäre die Evolution die Geschichte des Verlorengegangenen. Ja, also was alles hat es gegeben, ohne dass es als lebendig heute in Erscheinung tritt. Man kann dasselbe, also das wäre dann die Sammlung dessen, was es gegeben hat, ohne dass es heute in Erscheinung tritt. Man kann es aber umdrehen. Die Evolution arbeitet immer mit der hundertprozentigen Erfüllung aller Möglichkeiten, denn das ist Natur. Alles Mögliche ist wirklich, sagt Hegel. Und dann wird durch die entsprechenden Auswahlkriterien der Selektion also das eine befördert, das andere unterdrückt, zerstört oder ausgeschieden. Hier wird synthetisch hergestellt, welche Möglichkeiten es gibt. Also in welchem Verhältnis steht das denkbar Mögliche, sogar das denknotwendig Mögliche, also den Grad der Differenzierung. Wie weit kann man eine gegebene Form differenzieren? Keine Kunst, keine Wissenschaft, nichts hat auch nur annähernd den Formenreichtum erreicht, der in dieser Unterscheidung auf der Ebene des evolutionären Kleinteilchengeschehens vorgegeben ist. Wenn man das jetzt ausdrückt in Form der Abhängigkeit, Möglichkeit, Wirklichkeit, also Komplexität, das nennt man Komplexität, die Verbindung zwischen dem Möglichen und dem Wirklichen, das ist der Grad der Komplexität, dann gibt es keine Malerei, keine künstlerische Darstellung, keine wissenschaftliche Reproduktion oder Repräsentation, die einen Komplexitätsgrad erreicht, wie ihn eine simple, vom Wind bewegte Krone eines großen Baumes darstellen. Muss ich vorstellen, wir haben uns eingebildet, die Malerei dürfe nicht die Natur nachahmen, sie müsse eine Eigengesetzlichkeit der Repräsentation des Zeichengefüges entwickeln. Aber heute wissen wir warum. Man war beschämt vor der Unerreichbarkeit oder hochmütig und hat sich über die Natur hinweggesetzt. Jetzt erkennen wir langsam, wie ungeheuer überlegen die Natur in allen Hinsichten, allen wissenschaftlichen, künstlerischen Anstrengungen aller Zeiten, aller Menschheit ist. Ja? Und dass da ein unendliches Feld sich ergibt, das schon in der Renaissance 2.0, wie Weibel sagt, entwickelt worden ist. Nämlich von Bacon, der, sagen wir, rund um 1600 herum sagt, man kann sich mit allem Anspruch des göttlichen menschlichen Geistes niemals einbilden, dass man das erreicht, was in uns selber als Form des Lebens enthalten ist, an Differenziertheit. Wir können in unserem Denken das niemals nachbauen. Das Denken ist im Unterschied zu unseren Alltagsvorstellungen nicht überlegen den Vorstellungen, Komplexitätsvorstellungen, etwa in der KI, besser als alle Natur, nein, sondern weit unterlegen. Man kann mit ihnen nur rechnen, wenn man natura nonisi parendo vincitur, wenn man den Gesetzen der Natur entspricht, dann kann man sich mit ihr ins Benehmen setzen, arrangieren. Sehr spannend, sich vorzustellen, was es hieße, dass alles menschliche Bemühen von Künsten und Wissenschaften niemals auch nur annähernd, auch nur messbar in Annäherungsformen, also so winzig klein, das Niveau der komplexen Beziehung von Möglichkeit und Wirklichkeit, von Positivität und Negativität etc. erreichen kann, wie sie selbst auf der kleinsten Ebene des evolutionären Geschehens, der Zusammenfügung von ein paar Zellen nur alleine schon möglich ist, geschweige denn von Milliarden Zellen, wie sie etwa in unserem Gehirn zusammenarbeiten. Milliarden von Einzelneuronen, die miteinander in Beziehung setzen und aus dieser Konnektivität das Anpassungsvermögen an die Herausforderungen des Lebens ermöglichen, die wir
Natur nennen. Dieser Installation, die sich sicherlich auch dem allgemeinen Publikumsverlangen nach Erlebnishaltigkeit, spektakulären Ereignishaftigkeiten dient, das könnte man ganz anders inszenieren, verdankt man trotzdem ganz präzise und sehr aufschlussreiche Ansprüche zu demonstrieren, was in diesem Motiv der Einheit von Werk und Werkzeug, von Kunst und Wissenschaften, von Erkenntnis und Darstellung des Problems, das man zu erkennen versucht, steckt. Nämlich, wenn ich zeige, dass auf der Ebene des mikrobischen, der bakteriellen Arbeit, wie bei uns im Darm, einerseits die Mikrobe als Werkzeug funktionieren, andererseits aber gerade das Werk herstellt, nämlich das Resultat dieses Werkzeuggebrauchs im selben Teil. Dasselbe Organismus ist dann die Einheit, also dasselbe Lebenseinheit, Bakterium, ist dann die Einheit von Werk und Werkzeug, sodass man hier deutlich sieht, der kulturgeschichtliche Inbegriff von kulturalistischer Überwältigung der Natur, das Schaffen der Künstler, Leonardo schafft die Hand des David, der die Schleuder mit dem Stein gegen den mächtigen David der Natur geschleudert hat und die mächtige Natur zusammenbricht vor diesem kleinen Menschlein, das da siegt. Dass diese Hand von Mikroben bearbeitet wird im Hinblick auf eben genau diesen Wandlungsprozess. Was kommt dabei heraus? Wenn wir dieses Transformieren, dieses Überführen von Potentialität in Realität, also von Möglichen in Wirklichen, tatsächlich betrachten. Das ist der Transformationsprozess. Potenziell Mögliches in aktuell Wirkliches. Was geschieht also, wenn zum Beispiel in meinem Darm sich jetzt die Darmbakterien an die Arbeit machen, die eingeführte Welthaltigkeit durch Nahrung werkzeugartig zu bearbeiten und was kommt dabei heraus? Nämlich die Nahrung für die Aufrechterhaltung des Systems, in dem die Bakterien selber auch existieren. Ja, das ist schon eine ungeheuer tiefsinnige Vorgabe, die hier natürlich spektakulär mit der Arbeit der Mikroben selbst an festestem Material dargestellt wird. Es gibt nichts auf der Welt, was nicht von Mikroben zersetzt werden kann. Und der größte Gestaltungswandel ist eben dieser mikrobische Transformationsprozess, der alles betrifft. Ja, Ruinen von Marmor, Stein und Eisen, es bricht alles. Und am Ende sind die größten Gestalter, die es überhaupt gibt, die Bakterien. Nicht die Menschen, nicht irgendwelche göttlichen Interventionen, sondern die Bakterien. Deshalb muss man sich klar machen, was das bedeutet. Wir haben schon viele Hinweise darauf, was das bedeutet, wenn wir es auf einer anderen Ebene Zellgeschehen übersetzen, in der sogenannten Frage nach der Gestaltwerdung. Wie kann durch Zerstören etwas gestaltet werden? Wir sehen ja alle bei Fluxus oder was immer, wie man durch Kaputtmachen glaubt, gestalten zu können. Das wird hier tatsächlich vorgeführt. Was heißt eine Hand schalten? Von der Evolution her, von der Natur her, heißt das nichts anderes, als den Befehl zu geben, dass in diesem Haufen von Klumpen, die alles Potenzial haben, Hand zu bilden, diese hier Lebenden den Befehl bekommen, abzusterben, heißt Apoptose. Mit anderen Worten, die Hand entsteht durch die Gestaltungskraft des Zerstörens. Nämlich die Zellen, die hier drin waren, kriegen den Befehl absterben. Sodass Zerstören, Auflösen, Zerschlagen Form der Gestaltung ist. Und nicht der Gegensatz. Ja? Wiederum sehen wir, das Unendliche ist Form des Endlichen. Das Zerstören ist Form des Schöpferischen. Apoptose heißt, die Gestalt entsteht durch die Differenzierung zwischen dem, was weiterlebt und dem, was abstirbt, Apoptose. Das heißt, die Einheit, die hier gezeigt wird, das ist das Wirken, einheitliche Wirken, an der Hand ausgerechnet, in der die Bakterien tatsächlich sich als die entscheidende Kraft des gestaltenden Weltprozesses für das Lebendige darstellen. Die Wand hier zeigt fotografisch repräsentiert
die Interventionen ins Verhältnis, ins normale Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit, die bereits für uns alle wirksam, also Wirklichkeit geworden sind. Am Schaf Dolly haben das alle mitbekommen. Das sind Lebewesen, veränderte Formen des Lebens, die uns deswegen Angst machen, weil wir natürlicherweise annehmen, dass alles, was jetzt ist, aus seinem Kontext mit anderen heraus lebt, also Systeme und ihre Umwelt. Wir schaffen bisher nur die Dolly, aber die Umwelt, die dazu gehört, ein so natürlich entstandenes anderes Wesen herzustellen, können wir nicht schaffen. Mit anderen Worten, das Risiko besteht darin, dass diese künstlerisch erzeugten anderen Formen des Lebens als Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit gar nicht lebensfähig sind, weil die dazu gehörende Lebensumgebung von uns nicht geschaffen werden können. Und dann ist die Frage, ob die Technologie sich selber eine eigene System-Umwelt-Relation zwischen den technischen Maschinen und dem Wirkungsfeld schafft, sodass wir dann die herkömmlichen Formen der Demonstration des Lebens als Bezug von System und Umwelt gar nicht mehr wiedererkennen können. Und dafür hat man natürlich Angst. Was aber passiert, wenn sich die Maschinen selbst ihre eigene Umwelt darstellen? Was ist überhaupt der Metabolismus der Maschine? Ist es nur der Strom, den sie brauchen, um in Gang gesetzt zu werden? Ist es nur die Hardware aus Metall etc., die sie brauchen? Es wird also zu einer völlig neuen Definition des Begriffs Umwelt kommen können oder eben Welt kommen können. Und die heißt wieder, das bisher völlig ungeklärte Verhältnis zwischen dem, was wir als gegebene Welt sehen und dem, was sich in der Darstellung des Kosmos als das bloß Denknotwendige, aber noch nicht für uns Verwirklichbare, noch nicht Wirksame erkennen können. Die Formen der Übertragung, Transforming, Transmitting etc. zwischen dem bloß Potenziellen, dem Aktuellen, dem bloß Möglichen und Wirklichen sind etwa angesprochen in der Wiederholbarkeit. Wenn wir zum Beispiel etwas Gedachtes in der Zukunft transformiert wieder benutzen können wollen, müssen wir uns erinnern. Erinnern ist also die prinzipielle Möglichkeit der Wiederholbarkeit. Aber durch das Wiederholen verändert sich das Wiederholte selbst und schafft etwas Neues. Die Frage, welchen Status hat dieses Neue? Denn eigentlich müsste man das neu nennen, was man nicht kennt. Das, was man wirklich nicht kennt, die schwarze Materie, als schwarze Materie kennt man ja, dann bestimmt sie ja als schwarz. Aber das eigentlich Neue wäre das, was man eben nicht kennen kann. Warum? Weil es nur einmalig ist. Und alles, was nur einmalig auf der Welt passiert, lässt sich der Erkenntnis nicht erschließen. Also müssen wir die Parcours als Diskurs hier enden bei der Demonstration von Gestaltgebung als unwiderrufbar einmalig, nie wiederholbar, also auch nicht systematisierbar. Mit anderen Worten, welche Bedeutung hat das Einmalige für die Erkenntnis des grundsätzlich gesetzlich gegebenen, naturgesetzlich, geist- und sonstigen philosophisch gegebenen Bedingtheiten des Erkennen? Kann man überhaupt etwas, was sich nicht als wiederholbar, nicht als gesicherter Weltbestand darstellen lässt, bestimmen? Ist in diesem Falle das Informelle das, was auch keine Form bekommen kann? Und wenn es keine Form bekommen kann, können wir es ja nicht bestimmen, können wir es nicht erfassen. Aber hier ist eine Diskrepanz, wir können es ja darstellen. Die informelle Malerei stellt ja in Bildwahrnehmung dar, was für ein Prozess der Entstehung dieses Werkes zugrunde liegt. Aber er ist nicht bestimmbar, weil er nicht wiederholbar ist. Außer in der fotografischen Reproduktion, aber das ist ja keine angemessene Form der Reproduktion. Also, was heißt das, dass wir etwas tun können, ohne es erkennen zu können und zu verstehen? Und das nennen wir Kommunikation. Mit anderen Worten, in all diesen Systemen, die wir hier im Parcours als Diskurs erleben, ist ständig der Konflikt zwischen der Ritualisierung, der Erinnerung, der Systematisierung als Erkenntnismittel, also
Darstellungsform als Erkenntnis und so weiter. Auf der einen Seite und der notwendigen Kommunikation darüber andererseits, wenn wir wissen, unsere Reaktion auf das Gegebene ist unangemessen. Also jemand, der an solche Formen der Darstellung nicht gewöhnt ist, der normale Besucher wird sich irritiert fühlen, er wird sagen, das ist ja Unsinn, das verstehe ich überhaupt nicht. Dann ist das eine Form der Kommunikation ohne Verstehen. Der Witz in der gesamten Evolution ist der, dass was wir mit den Mitteln der Wissenschaft und Künste in Einheit von Werk als abgelegten Wert, eine Einheit von Werkzeug und Werk betreiben, für die Wirklichkeit des Sozialen beispielsweise uninteressiert ist. Die Wirklichkeit des Sozialen findet statt als Kommunikation ohne jedes Verstehen. Wie aber soll etwas Gegenstand der Kunst und Wissenschaft sein, wenn es nicht dem Verständnis zugeführt werden kann, wenn es auch nicht planvoll, als Experiment sinnvoll mit Kontrolle vorangetrieben werden kann. Alles, was wir real als Leben erfinden, ist Kommunikation ohne Verstehen. Wir haben keine Ahnung von Elektronenfluss, schalten aber das Licht an. Wir haben keine Ahnung vom Ottenmotor, fahren aber jeder mit dem Auto. Die ganze Welt um uns herum ist zu 99% reine Kommunikation ohne jedes Verstehen. Dafür steht die informelle Malerei, dafür steht hier in diesem Fall die Demonstration, etwas nicht Erkennbares, weil es nicht wiederholbar ist. Und was nicht wiederholbar ist, ist nicht erkennbar, ist auch nicht bestimmbar. Das entzieht sich ja sofort jeder Bestimmbarkeit und jeder Kommunikation, weil es sich nicht fixieren lässt auf einen Zustand. Wir schließen also die ganze Ausstellung mit der Feststellung, dass für den sozialen Alltag, für unser Leben, offensichtlich das Verstehen gar keine Rolle spielt. Dass also Kunst und Wissenschaften die Form der Ausprägung sozialer Existenz sind, in der es um Verstehen geht. Während das Leben wirklich in der Gesellschaft, Politik, Erziehung etc. immer um Kommunikation geht und zwar um Fertigkeiten in der Welt sich zu orientieren, ohne zu verstehen. Und dieser Konflikt ist das, was grundlegend ist für alle kulturellen Institutionen, seien sie staatlich finanziert oder privat, seien sie wissenschaftlich oder künstlerisch in besonderer Weise ausgeprägt. Die Frage bleibt, wie weitgehend ist die Wirklichkeit des Politischen, die Wirklichkeit des Militärischen, die Wirklichkeit des Sozialen von Kommunikation ohne Verstehen getrieben und die Welt der Künste oder Wissenschaften von Verstehen ohne Rücksicht auf die Kommunizierbarkeit. Wir haben jetzt mit dieser kleinen Führung durch die Ausstellung als beispielhafte Vorgabe, ein Mensch macht ein Beispiel, wie man da durchgeht, versucht zu zeigen, wie die beiden Ebenen, bloße Kommunikation und Verstehen, zusammengeführt werden könnten. Ob das überzeugt, ist eben eine Frage der Kommunikation.